In einer Welt von Herbie und Chaos, wo es Ehrenklau gibt, weitet sich das Imperium aus. Wabla auf dem Biohof, das Leben leicht. Bürgermeister klug, weiß, was er reicht. Ein Polizist, der bestraft, ohne Zögern. Ernie die Schnecke langsam, wie gewöhnlich, aber lässig in diesem Land von Ruhm und Trägheit, wo die Klänge des Didi die Seelen berühren. Der Hügel ruft, die Farm erwacht, in den Feldern weht der Wind, die Nacht erwacht. Wenn Herr Müller alle über den Tisch zieht, wenn er handelt und die Sinneswärme umwandelt. Ein Bier auf das Chaos, ein Lächeln im Gesicht. In unserem Land das um, das den Weg zum Herzen bricht. Da seid ihr willkommen, mit uns zu lachen. Wir werden Angst für den Volk. Hallo YouTube und seid alle recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jens Sonne entgegen. So, Leute, jetzt machen wir Fixi-Faxi, liken, nicht vergessen, schreibt in die Kommentare kostenlos, aber gerne da lassen. Und wie gesagt, Dankeschön auch für den ganzen Support. Schaut doch gerne bei den Herr Müller vorbei, also den Dash, der ist ja unten mit in der Videobeschreibung mit drin. Lasst gerne da auch ein bisschen Liebe da, guckt euch die Folgen von da an, was ist da los auf dem Landhandel. Und ich sage, wir starten drin, meine Freunde. Da, so, wie jetzt geht das wieder. Komisch. Verrückt. Ich muss mal den Bürgermeister anrufen. Kontrollieren lassen. Ja, ich ruf den jetzt mal hier gleich an, ob das da. Erstmal rufe ich hier den Bürgermeister an. Erstmal der Bürgermeister ist aber am wichtigsten. Gehlingen, guten Tag. Hallo Herr Gehlingen. Guten Hallo, Tag. Hallo Herr Bier. Ja, der Herr Bier ist hier. Ja, zeig ihm, was kann ich für Sie tun? Zeig ihm mal einen Witz erzählen. Erzählen Sie mal einen Witz. 5, 6, 7, 8. Der Lehrer hat früher in die Hose gemacht. Ach, Jemini. Ja, so. Was, also, Setzlinge sind bestellt. Der Förster holt die jetzt ab und setzt die separat unten bei sich hin. Ja, 360 Dingsterbumster. Die anderen 40 hat er schon vorgesetzt. Sehr schön. Ja. So lobe ich mir das doch. Gut, dann wissen Sie Bescheid. Brauchen Sie da noch irgendwie ein amtliches Blatt für oder ist das denn jetzt so geregelt? Na, ich werde mich dann mal mit dem Förster in Verbindung setzen. Okay. Gut. Dann wissen Sie da Bescheid, ja? Ja. Und falls Sie mal im Wald Pilze sammeln gehen und den Didi sehen sollten, dann jagen Sie den mal aus dem Wald wieder raus langsam. Ja. Gibt's doch nicht. Den werde ich an den Ohren persönlich zu Ihnen sehen. Ja, bitte. Das wäre sehr nett. Gut, danke schön, Herr Gehlingen. Dann alles klar. Bis später. Tschüss. Schönen Tag noch. Danke. Ja. Danke. So, jetzt müssen wir erstmal den Ernie anrufen. Ja. Schleicher. Ernie. Der Hans ist da. Ach, Hans, moin. Da, du, das geht um den Texel. Also, ich muss mal gucken. Entweder heute, dass wir heute Abend anfangen oder morgen früh. Aber auf jeden Fall geht's los. Ich muss bloß schnell hier die Kartoffeln fertig machen, weil du wegen Festfahrt, weißt du, wo wir drüber gesprochen hatten. Ja, das sollten wir hinkriegen. Ja, ich muss mal gucken. Das wird ja noch ein bisschen dauern, aber ich gehe von aus. Das war danach, also da, ich gehe nicht von aus, sondern danach legen wir gleich los, weil der Weiß muss runter. Hast du denn schon das Schiebeschild besorgt? Ist alles schon gekauft. Alles da, also brauche ich einfach nur mit dem Fahrrad rüberradeln. Genau, kommst mit dem Fahrrad rübergeradelt und dann geht los. Jo, alles klar. Boah, cool. Wunderbar. Dann rufe ich dir an, wenn du losradeln kannst, ja? Ja, aber ruf früh genug an, ich fahr nur 20. Kein Problem, Ernie. Ich ruf früher genug an. Dann denke ich dran.
Gut, alle klar. Wunderbar. Super, Ernie, dann hören wir uns später, ja? Jo, viel Spaß mit den Kartoffeln. Ja, danke. Bis später. Verdammte Axt, Mann. So. Das ist erledigt. Der Ernie weiß auch Bescheid für meine Sexe. Check. Super. Jetzt müssen wir zu den Kartoffeln hier runterkriegen. Ja. Ich war dann die Maschine mal hoch, da wollte ich anrufen. Nachdem, sag mal schnell. Nach dem Dings, na du weißt schon, was ich meine, ja. Der Landhandel, der Carsten Bock hier. Der Hans! Moin Hans! Du, wenn die Kartoffeln soweit fertig sind, bringe ich euch mal unseren älteren Rotbaroner. Der muss mal gewartet werden und der schaltet manchmal nicht im automatischen Yangi auf der dritte Tastaturbelegung. Ja, bringt sie den vorbei und dann schauen wir uns den mal an. Ja, der muss hier gemacht werden, ja. Ich hab gerade dein Traktor habe ich auch mal mit drin gezogen hier bei mir gerade. Den wollte ich eigentlich waschen und da habe ich gesehen, dass da ein bisschen Öl unten ausgetropft ist. Scheiße. Ja, nee, ist nicht schlimm. Da muss einen neuen Ölfilter. Du musst da mal aufgesetzt haben. Da ist der Ölfilter, da ein kleiner Riss drin da. Den habe ich doch geschenkt bekommen von der Wappler. Ja, soll ich den machen? Mach mit. Mach ich, alles klar. Genau. Oh, was ist mit Herrn Müller? Der ist schon wieder auf Lehrjagd, oder was? Nee, Herr Müller, der war irgendwie unterwegs. Ach, der flügt doch, stimmt. Der muss der ist irgendwie mit dem PKW unterwegs gewesen. Wie mit dem PKW? Der soll doch flügen. Kann ich nicht sagen, wo er hingefahren ist. Der meldet sich bei mir nicht ab. Der hat nur gesagt, der ist nicht da. Ey, guck den mal an. Sind Sie gerade in der Kaufhalle? Nee, das hat gerade geklingelt hier. Ach bei so, mir. Auch ein Eierwecker hier, verdammte Angst. Ja, irgendwie steht gerade einer vor der Tür. Ja, aber lass doch jetzt. Ich lege erstmal auf. Ich, ja, mal gucken, bis später. Ja, oh, bis später. Wenn was ist, melde ich. Mach ich. Tschüss. So, dann muss ich da mal anrufen. Hüpft der alle weg. Ja, hallöchen. Herr Müller, der Bier hier. Ja, Herr Bier, hallo. Luft alle mit dem Flug. Na klar, läuft das. Gut. Das wollte ich nur wissen. Ja, was haben Sie danach? Danach macht man, habt ihr nichts zu tun, der Blatthandel? Herr Bier, wir müssen uns, glaube ich, mal unterhalten, was? Nee. Sie wissen ja wirklich von nix. Ja, na, wie soll man denn hier was wissen, wenn Sie immer nur auf uns so eine komische Messe sind? Ja. Ich doch nicht, was Sie da mit Ihrem Priester immer für einen roten Wein auf Ihren Messen auf Sonntag trinken, Mann. Nee. Der Didi hat ihm wirklich nichts gesagt. Der ist doch im Wald. Ja, Herr Bier. Gucken Sie mal bitte in den Unterlagen. Was denn für Unterlagen? Ja, gehen Sie mal bitte. Müssen Sie mal gucken, ob Sie da was finden in der Küche oder so. Ja, muss ich mal. Ich bin jetzt auf dem Feld, ich muss Kartoffeln machen. Ja. Aber das wird einiges ändern, Herr Bier. Hier ändert sich zwischen gar uns. Na, da bin ich gespannt. Haben Sie mir ein Herz auf Papierbrief geschickt, oder was? Ja, bestimmt. Geil. Das ist aber sehr nett. Ja, schauen Sie mal in der Küche. Ja. Wie lange brauchen Sie noch mit dem Flug? Ich würde sagen, 5 Minuten, dann bin ich fertig. Ach so, ja, dann einfach anrufen, weil dann kann ich den Herrn Wappler anrufen. Ich weiß nicht, ob der noch was vorhat oder nicht. Ja, gut, okay. Das ist Herr Wapplers Feld. Ja, das ist Luft drauf für Herr Wappler, ja. Ah, okay. Ja. Ja, können Sie, wie gesagt, ich bin jetzt hier gleich fertig. Gut, dann rufe ich den schon mal an. Genau. Gut, wunderbar, Herr Müller. Gut, ich melde mich gleich. Jo, bis gleich. So, was ist denn mit Herrn Müller los? Das wird sich zwischen uns alles ändern. Ich soll in der Küche auf Papierzettel gucken. Oh, oh. Hat der ein Herz mir geschickt, oder was? Hier wird sich alles ändern. Ja. Wenn er mal arbeiten würde. Achso, ich kann ja Wappler anrufen. Siehst du, dann muss ich den Bruder
Feld hat er fertig geflüchtet. Sehr schön. Und wie viele Millionen Liter haben wir schon Kartoffeln, ja, Herr Klau? Muss ich gleich mal nachgucken. Das hat ihn schon die Sprache verschlagen, so sauber wie wir hier arbeiten, wie viel hier runterkommt. Genau. Schon der spinnt ja neben ihm ein bisschen. Der muss gleich so warten, aber hier irgendwas stimmt ja nicht mit dem Fahren hier. Ganz komische Situation manchmal. Manchmal spinnt die Technik halt. Ja, der will ja die Automatik fahren lassen. Jetzt wieder doch und dann wieder nee. Neue Technik, Mann. Siehst du genau, wir müssen doch ja Wappler anrufen und dann kann ich die Rechnung stellen. Wo ist der Wappler? Da. So. Sepp Wappler, guten Tag. Herr Wappler, der Bier hier nochmal. Ja, guten Tag, Herr Bier. Das Zelt ist fertig geflügt. Dass du da Bescheid wirst, ja. Vielen Dank. Die Rechnung, die schicke ich dann raus, wenn ich auf dem Hof bin. Ich muss erstmal hier fertig machen und dann schicke ich Ihnen die raus, ja? Ja, vielen Dank. Die Beladung Ihrer Bäume ist auch im Gange. Wunderbar. Ah, ja, das ist sehr schön. Traumhaft. Supi. Dankeschön, Herr Wappler. Ich danke auch. Ja, dann bis später. Bis später, wiederhören. Wiederhören. So, siehst du. Wunderbar. So muss das nämlich sein. So, das ist fertig, den bringen wir weg. Der Wappler ist erledigt. Und. Die Bäume sind erledigt, genau. Jetzt machen wir, was wir die Kartoffeln wieder fertig machen und dann können wir nämlich unser Feld häckseln. So. Denn so, alle mal mein Telefon klingelt. Der Bier hier. Ja, Hallöchen, hier ist der Herr Müller. Ah, Herr Müller, hallo. So, 26 ist fertig. Oh, wunderbar, dankeschön. Ja. Der Trecker war von uns, oder? Genau. Der steht jetzt da noch rum, wa? Nö, ich kann den auch zum Hof bringen. Ja, na, das wäre cool, wenn der zum Hof wäre. Das wäre cool, weil ich muss nämlich jetzt gleich die Europa-Maus zu euch hochbringen. Ja, gut. Die braucht okay, und alles. Ja, Dede, lass uns mal zusammensetzen. Ja, ich muss jetzt wirklich erstmal Kartoffeln machen und dann noch ein Mais häckseln. Und dann können wir uns zusammensetzen. Wenn das so weit wird. Aber das muss jetzt, Mensch, wir sind schon im Oktober, Herr Müller. Das muss wirklich erstmal runter hier von den Feldern. Naja, denn, was ist als nächstes? Was steht als nächstes an? Was als nächstes ansteht. Wo soll ich hinkommen? Was? Ja, wo soll ich hinkommen? Na, kannst du erstmal kurz beim Landhandel was machen oder so. Oder warte mal, ich kann ja mal kurz in die App gucken. Hatten wir nicht noch Fremdbauern? Ja, die 205. Die kannst du düngen. Gut. Da haben wir noch einen Auftrag vom Fremdbauer. Jo, 205. Die müsst ihr düngt werden, ja. Was soll denn da drauf? Nein, das ist nur Düng. Ja, was? Festdünger oder? Nee, das war glaube ich. Das ist beliebig. Ein Dünger auf Fluss, also entweder du kannst doch Dünger oder Mist nehmen. Na, aber hast du irgendwie. Habt ihr irgendwie was da? Na, wir haben Dünger und. Tobi,
warte mal kurz, Herr Müller. Warte mal, ich muss mal kurz hier den Funk wieder anmachen. Ja, ich glaube, wir hatten da was da. Warte mal kurz, ja. Tobi! Ja? Haben wir noch Dünger auf dem Hof? Weiß ich nicht, ich glaube Mineraldünger haben wir noch. Mineraldünger ist noch da, ne? Ja, müssen wir auch nachstellen. Ja, aber haben wir noch da, ne? Gut, alles klar. Machen wir den mal Hof und jagen den später. Herr Müller! Ja? Wir haben noch auf dem Hof Mineraldünger da. Gut, okay, also 205 Mineraldünger, gut. Genau, ist auch ein kleines Feld bloß. Ja, alles gut. Wunderbar, danke schön, Herr Müller. Gut, tschüss. Tschüss, Herr Müller. Ich weiß, was ist denn mit Herr Müller los, Tobi? Weiß ich nicht. Der ist so fleißig und so nett und... Was ist denn passiert mit ihm? Hm. Ich ruf mal den Bürgermeister an. Warte mal. Ja. Oh, ich hab eine Pflanze stehen lassen. Guten Tag. Herr Gilligan. Ja, bitte. Hey, Bier doch mal hier. Ja. Was ist denn mit Herrn Müller los? Wo waren denn in Wirklichkeit? War der in Wirklichkeit auf Therapie oder so? Wieso? Der ist auf einmal so lieb und will mir ständig helfen. Und oha. Der hat gesagt, ich soll in der Küche mal kicken, da liegt ein Zettel und dann verändert sich unsere ganz anders. Oha, was ist denn da los? Wo war der? Ich weiß nicht, wo der war. Bringen Sie raus mit die Sprache, ja. Sie sind Bürgermeister, Sie wissen alles. Ich weiß da ja nicht. Okay. Ist halt doof, dass ihr Herr ihr Kumpel nicht da ist, oder? Vielleicht weiß der mehr. Keine Ahnung. Ist der deswegen ausgewandert? Ja, kann die natürlich wissen, auch sein. Ja, die wissen, was der mit mir verbockt hat, was da jetzt kommt, Mann. Ja. Waren Sie denn schon mal in der Küche gewesen? Haben sich den Zettel angeguckt? Ich habe keine Zeit, ich muss Kartoffeln machen und dann Mais. Dann kann ich mir die in die Küche hinsetzen. Ich hab da Angst und lesen kann ich eh nicht, aber erzählen Sie das. Oh, na denn. Ich hoffe, der hat mir ein Bild lesen und schreiben. Naja, ob da hat der mir ein Bild gemalt. Naja, egal. Schade, hätte ja sein können, dass da was wissen. Nee, ich habe da auch keine weiteren Informationen. Okay. Tut mir leid. Alles klar, dann wisse ich da Bescheid erstmal. Dann alles klar. Bis später. Rinjauen. Tschüss. Tschüss. Der will jetzt auch nicht. Verdammte Axt hier. Das mach ich mal. Krieg Angst. Ich hab hier eine Kartoffel vergessen. Meckert der Chef hier mit mir hier oben von dem Feld. So. Erstmal hier abdanken. Ja, nee. Spinnt der schon wieder hier? Oder? Ach, das Ding muss in der Werkstatt, du. Das ist ja nicht mehr normal. So. Gut, meine Freunde, aber das soll es für die Folge gewesen sein. Ja, da sind wir ja mal gespannt, was da auf uns zukommt. Unglaublich, Leute. Da sind wir mal gespannt. Schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr, was kommt, was wird, was hat das alles auf sich? Das ist nicht ganz furchtbar mit Herrn Müller hier. Aber ansonsten, wie gesagt, lasst ihr einen Like da, kostenlos ein Abo für die Neuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüss und tschüss.